Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Ja, genau. Ich bin bedürftig. So, du bist also verarmt. Ach, kein Wunder in diesen Zeiten. Nimm dieses Gold. Es soll dir helfen. Aber du... Das ist doch kein Geheimnis. Ja, ja, wir werden uns deine Arbeit suchen. So, jetzt haben wir von ihm noch ein bisschen Gold bekommen. Somit wird die Spende dann nicht ganz so teuer. Warte mal. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Eigentlich wollte ich deinen Segen um als Lehr... Aber mein Sohn, wie soll ich mich denn... Selbst erlebt. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, nö, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Ich hab was anderes. Ah, ja. Du hast die Kirche empfängt. Ich segne... Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das war kein Cheaten, du Jeck. Das darfst du keinem erzählen. Das war vollkommen legal. Wir haben einfach nur den Innospriester verarscht. Wenn er so gutgläubig ist, dann ist er selber schuld. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Hey, du! So, Meister Torben. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras... Ja. Und hast du dir auch den Segen eines... Ja, das hab... Dann sollst du auch... Prima. Dann hätten wir das abgearbeitet und jetzt kommt noch Brian Warte und mal. Harad. Neu in der Stadt, was? Wie ist... Also der hat wirklich alles unwichtige Dialoge. Da wurde, glaube ich, nichts geändert in Returning. Das ist alles, Kann ich bei dir... Das nicht, die war aber... Ja, das ist alles wie in Vanilla. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, der hat so einiges dabei. Brauchen wir alles nicht. Jetzt kommt erstmal Harad. Hey, du. Ist das wirklich wahr? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben. Und taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die... Gut. Ich bin kein Taub. Das sind große Worte. Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der... Wenn es dir gelingt, vorausgekommen. Ja, ja, wir sind stark genug und wir haben auch eine dämliche scheiß Orkwaffe. Ich hab die Orkwaffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals... War ich Soldat im Orkkrieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Ja, also ich finde es hier sehr schön, wie Harad dann die Waffe auch in der Hand hält. Hallo, Senpai. Gut, jetzt kommt hier noch was Neues. Das stammt jetzt aus der Rebalance. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100... Komm später wieder. Dann können wir nochmal darüber reden. Genau, komm später wieder. Das machen wir auch. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian. Sehr schön. Das hätten wir auch erledigt. Das geht ja hier im Turbo-Modus. Das finde ich richtig gut. Jetzt kommt noch dieser grantige Konstantino. Was willst du? Als erstes... Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und... Ist ja gut, bleib mal locker, Jung. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast... Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ja, auch hier in der Rebalance gibt es eine Neuigkeit. Wenn man bei Konstantino was Bestimmtes aussucht, also entweder hier oder hier, dann muss man das auch machen. Er gibt nicht einem einfach so die Zustimmung. Wir wollen natürlich sein Lehrling werden.
Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich habe Jahre in seiner Abwehr bei einem anderen Meister an. Nee. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von... Bring mir eine Pflanze. Ja, ja, das machen wir. So, dann hätten wir das auch gemacht. Und bevor wir hier weiter mit den Leuten sprechen, werden wir mal eben schnell die... Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs stürmen... Halt die Schnauze. Oh, jetzt ist Ruhe. Ja, wir werden erstmal die Quest von Constantino abarbeiten. Dazu werden wir nochmal kurz mit... Ich bin zu benötigt. Stellst du... Nein. Wenn... Aber er kommt immer... Wo genau sammelt? Er geht immer durch. Er hat mal erzählt. Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöcke findet? Ich hab ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe... Er liegt... Das ist doch kein Geheimnis. Sehr schön. Jetzt gehen wir aus der Stadt raus. Das ist mal wieder typisch. Und sammeln mal die ganzen Kräuter ein. Mein Mann sieht das anders. Die hier überall rumliegen. Wie man weiß, spawnen dann ganz viele Kräuter, nachdem man mit Zuris gesprochen hat. Das erleichtert natürlich die Suche ungemein. Ja, und dann sind wir, glaube ich, soweit fertig und haben für jeden Handwerksmeister ratzfatz etwas erledigt. Es fehlt dann nur noch Bosbor. Da haben wir nur 4 Wolfsfälle. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz noch ein paar Wölfe erledigen. Um genau zu sein, 2 Stück. Denn wir haben... Ja, wir haben genau 4 Wolfsfälle. Das reicht noch nicht. Haben wir Magie? Wir haben auch keine Magie mehr. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Okay, speichern. Und dann würde ich sagen, let's rock and roll. Würdest du mal bitte... Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Gegen diesen schwarzen Wolf haben wir keine Chance. Nicht im geringsten. Der kommt ja immer noch. Hör mal, könnt ihr mal weggehen oder wo? Ach, sag mal, das gibt's doch nicht. Die geben ja überhaupt nicht auf, die Drecksviecher. Ist ja unnormal, ey, wie die abgehen hier. Wenn's denn sein muss, dann komm halt her, du Drecksvieh. Oh, der macht Schaden. Scheiße, der macht ordentlich Schaden. Aber das müssten wir eigentlich packen. Da er sich im Moment nicht richtig bewegen kann.
Yes, Baby. Das hat gerockt. Das hat wirklich gerockt. Marcello kriegt nicht aufs Maul. Das kannst du vergessen, Senpai. So schnell kriegt Marcello nicht aufs Maul. Es sei denn, er würde gegen Rio ankämpfen. Sehr schön. Das läuft ja wie geschmiert, muss ich sagen. Ja, vielleicht rennt er wirklich wie eine Frau, wer weiß. Ich habe ja gesagt, ich bin eine Frau. Beim letzten Stream von Rio. Ich habe nur eine ungebaute Männerstimme. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Da hat er uns erwischt. Und nochmal. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Wir werden nicht dein Fressi, das kannst du vergessen. Alter, der gibt ja gar nicht mehr auf, die Drecksau. Mist, wir haben keine Heiltränke. Das ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, auf ein neues. Aber diesmal mit Schmackes. Sehr schön. So muss es laufen. Oh, der Wolf hat jetzt auch schon ein bisschen Schaden abgekriegt. Jetzt dürfte das ein bisschen einfacher laufen. Also ich bin jemand, der gerne wegrennt und dann wieder kommt, anstatt dauernd neu zu laden. Das ging jetzt doch recht einfach. Das haben wir sehr schön gemacht. Boah, diese dämlichen Viecher, ne, dass sie immer zu zweit kommen. Weg hier, weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Hör mal. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Was machst du hier eigentlich? Die tötet uns. Nein, nein. So, 45 Erfahrung. Besser als nichts. Und jetzt aber weg hier. Also ich finde, es läuft eigentlich ganz gut hier, ne? Jetzt werden wir uns schön bei Watras noch heilen lassen. Und es wird noch viel schlimmer. Das ist mal wieder typisch. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Die Probleme haben.